Herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind hier im Kernkraftwerk, was leicht verstrahlt ist. Nur mal so nebenbei bemerkt. Und die Schutzanzüge, die es hier gibt, halten nur sehr, sehr kurz. Das erste Rätsel haben wir gelöst. Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Dadurch haben wir unten eine Tür aufgekriegt, weil, wie gesagt, die Schutzanzüge nicht ewig halten. Ich weiß nicht, ob man die Strahlung hier irgendwie absaugen kann oder so. Bis jetzt wüsste ich es nicht. Und wir haben riesige Käfer gesehen. Nur mal so nebenbei bemerkt. Ich habe keine Ahnung, wo die Käfer sind. Aber hier scheint zumindest keine Strahlung zu sein. Das ist schon mal etwas. Die Tür geht nicht auf. Also auf dieser Etage habe ich von die Käfer gesehen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also letzte Folge. Wir haben schon mal einen Steuerstab, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zwei brauchen. Sind die Käfer nur direkt beim Reaktor drin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber es wird hier sehr dunkel. Führt denn die Tür hin? Nirgendwo, da kommen wir gar nicht drin. Zumindest ist unser Schutzanzug weg. Wir kommen da eh nicht mehr hoch. Hier gibt es neue Schutzanzüge. Brauchen wir die denn hier? Vermutlich. Es ist hier gerade sehr, sehr dunkel. Warte mal. Wir brauchen hier nur beim besten Willen keinen Bärenkopf drauf. Wir brauchen hier den Schutzanzug. Alles klar. So, wir haben ein Steuerteil. Gut. Toll, da geht das Licht nicht. Da kommen wir heute auf. Boah, hier sind die Käfer, ne? Ja, und das hat mit... Oh. Das sind die Käfer, ne? Ah. Da kommt Freude auf. Ich glaube, die Käfer halten nicht allzu viel aus. Aber uns läuft der Anzug ab. Das ist natürlich nicht so gesund. Kann man die vielleicht... Hier, ich wusste nicht, dass die Käfer hier schon kommen. Warte mal. Die machen nicht allzu viel Schaden, wenn ich es richtig sehe. Das ist schon mal gut. Kann man die vielleicht mit einem Bogen? Wie viele Pfeile haben wir eigentlich? 30. So, es ist natürlich ein bisschen blöd, dass das Licht nicht geht bei dem Anzug. Ach, der trifft mich, oder was? Und ich ihn nicht. Doch. Geh, die geben zumindest Fleisch. Ich glaube, ich werde hier erst die Käfer erledigen müssen. Nützt alles nix. Das sind noch mehr, ne? Ja gut, die Käfer halten nicht allzu viel aus. Das ist schon mal etwa... der lebt ja noch. Der ist tot oder nicht? Ich glaube ja. So, da ist noch ein Feuer. Da muss ich jetzt einmal kurz... Ich hoffe, die Käfer kommen nicht wieder. Ich kann doch sonst das Rad nicht drehen. Ich muss die Käfer beseitigen, so. Sag mal, mach die Schotten auf. Macht er hier mir die Tür vor der Nase zu? Ein Käfer war da nämlich, meine ich noch. Wenn ich mir nicht verguckt habe, oder? Ja. Komm her, mein Freund.
Verkriechen die sich oder was? Sind das für Kiefer? Ist sie tot? Durch ist denn der jetzt so schnell gestorben? Okay. Ja gut, Pfeile können wir uns neue machen. Das ist das kleinste Problem. So, jetzt sollte ich zumindest das Rad drehen können. Hoffe ich. Ohne, dass wir wieder von irgendwelchen Käfern attackiert werden. So, ich weiß zwar nicht, was wir jetzt hier geöffnet haben. Ich werde mal ganz kurz einen neuen Anzug holen. Sicher, sicher. Ich habe keine Lust, hier hopp zu gehen. Und dann werden wir uns unten nochmal umgucken. So. Ich weiß nicht, ob noch mehr Käfer sind, aber hier haben wir auf jeden Fall keinen mehr. Okay, hier ist irgendwas aufgegangen. Hier haben wir anscheinend keine Strahlung mehr, das heißt aber nicht, dass hier keine Käfer sind. Mutierte Riesenkäfer. Na, wenn da nicht unser Freund mit den Ratten mal wieder dran schuld ist, du. Zumindest gibt's hier mal Licht. Das ist schon mal was. So, das wäre das zweite Steuerstab. Hier sind auf jeden Fall noch Käfer. Mit Sicherheit. So. Hier kommen wir ja auch nicht so weiter gerade. Also, hier durch. Laboratorium 1. Das ist das, wo wir gerade drin sind, ne? Wo die Tür von der anderen Seite verschlossen war. So, die möchte ich schon gerne mitnehmen, die Verkaufsautomatenmünzen. Können wir so nicht öffnen? Gut, ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken gehen, sonst wird das hier nichts. Und auch mal ein Habe nehmen. Alter, unser Trinken geht hier weg, ne? Ja, weil wir so lange Gebrauch haben, oder ich besser gesagt, so lange... Tür zu öffnen. Was ist denn das hier? Halte versanftes Drehen. Was sind das hier? Spiegel oder so. Ach du Heilige, das ist ein Spiegelrätsel. Warte mal. Ah, ich verstehe. Ein Laserspiegelrätsel. Von da geht's nach da und von da. Und ich muss alle, ne? Oder besser gesagt, ich muss wahrscheinlich die Tür treffen. Krieg ich Schaden, wenn ich da reinlauf? Ja, ich kriege Schaden. Nur mal so nebenbei bemerkt. Okay. Dann bleiben wir doch mal geduckt, ne? Naja, gut, ich müsste auf jeden Fall auf den nach. Ich muss ein bisschen so. Und ein bisschen weiter. Noch ein Stück. Ich glaube, das bringt mir nicht viel. Ich meine, eigentlich müsste ich den Laser damit kaputt machen. So, warte mal, die hier kann ich nicht drehen, ne? Ich kann nur den einen da drehen. Das heißt, der trifft zwangsläufig hier auf. Das Ding kann ich ja auch nicht drehen. Der geht zwangsläufig von da nach da. Vielleicht muss ich ihn ja auch auf den da drehen. Mal ein bisschen zu weit. Ja, muss ich. Jo, alles klar. Wir bleiben aber mal schön geduckt. Aua, ich war doch geduckt, Mensch. Schlimm hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Aber Dorium 1. Wir brauchen definitiv einen Schutzanzug, sonst würde es das hier nicht geben. Hier haben wir wieder ein Laserrätsel. Und das mit Schutzanzug. Erstmal gucken, ob hier Käfer sind. Sonst kann ich nicht in Ruhe arbeiten. Die müssen natürlich erstmal weg. Naja, ich muss die Tür hier aufkriegen, ja? Und der ist mit Schutzanzug. Okay, und die kann man alle drehen hier. Alles klar.
Gute ducken wir uns mal. Sicher ist sicher. Gucke mal, wo der Gute hingeht. Hier. Den muss ich jetzt erstmal drehen. Dass er zum nächsten geht. Das war wohl ein bisschen toll. Jo. Den muss ich auf jeden Fall drehen. Wir wollen ja nicht, dass er da... Wen muss ich irgendwie nach da kriegen, ja? Was gar nicht so einfach ist. Weil... Oh, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selber grill. Ist da denn noch irgendwo ein Spiegel? Ja. Hier, eins nach dem anderen. Warte mal. Der prallt von hier ab. Dann entweder brauche ich den Spiegel oder den. Weil ich muss einmal kurz einen neuen Anzug holen, sonst sind wir gleich fritte. Jetzt aber schnell. Hey, 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 hey. So, Anzug her. Lass die Schotten auf, Mensch. Kann nicht so schwer sein. Gut, den müssen wir. Von da geht er jetzt hier rüber. Ich glaube, der ist sogar richtig. Oder? Ah, nicht ganz, nicht ganz. Ich glaube, ich brauche doch den anderen. Oder ich muss den Antikle weiterdrehen. Nicht ganz, der trifft den einen Spiegel da vorne nicht. So. Ah, naja, so geht er hier gegen. Ich glaube, ich brauche den anderen Spiegel. So besser, oder? Jetzt geht er nämlich von hier nach da. Oh, ha, 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 du. So, der geht jetzt auf den Spiegel. Er muss, glaube ich, ein bisschen gedreht werden, dass er hier wieder abprallt. Aber wie soll ich denn das machen? Vielleicht ein bisschen nach da? Ich glaube, ich bin da gerade ganz falsch. Das war zu doll. So, jetzt aber mal ganz schnell. Oh, man. Man sieht das aber auch schlecht hier, ne? Hallo, 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 hallo. Du. Der Junge ist nicht strahlungsresistent. Absolut nicht. Okay. Ich glaube gar nicht mal, dass ich hier so verkehrt bin. Der prallt von hier ab und geht nach hier. Aber ich muss ihn irgendwie von dem Spiegel abblenden. Und das hat was mit dem Ding hier zu tun. Mal so drehen, dass ich das hier sehe. Guck mal. Guck mal. So geht er noch weiter, oder? Ja, aber nicht ganz, oder? Ich kann den nochmal drehen. Mal gucken. Ne, den kann ich drehen, wie ich will. Ich muss das Ding richtig hinlenken. Okay, das ist nicht einfach. Obwohl man hier ja so schlecht sieht. Na, andere Richtung. Ein bisschen weiter. So vielleicht. Ja, so sind wir schon eher richtig. Jetzt werde ich aber einmal ganz kurz, bevor wir gleich wieder Strahlungsleck kriegen, neuen Anzug holen. Ich glaube, die bleiben ja so, ne? Wenn ich nicht dran rumdrehe. Das ist ja übel, das hier unter dem Schutz... Schutzanzug zu machen. So... Wir haben ihn jetzt hier gegen. Das ist schon mal was. Das heißt, wir können ihn hier jetzt weiterspiegeln. Und wahrscheinlich gegen den Spiegel da. Genau. Von da müssen wir ihn denn wahrscheinlich... Geht das überhaupt? Gegen die Tür spiegeln? Wenn es funktioniert, das glaube ich gar nicht. Das kann nicht funktionieren. Irgendwie fehlt hier noch ein Spiegel. Aua, aua, aua. Nun mach doch mal langsam hier, Mensch. So,
Warte mal. Wir haben ihn ja hier gegen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber ich kriege ihn ja natürlich nicht dagegen. Das ist logisch. Ich kann ihn höchstens schräg spiegeln. Ich glaube, ich bin hier so dezent verkehrt. Warte mal. Warte mal, hier ist noch ein Spiegel. Ich habe den Spiegel da nicht gesehen, wegen dem grünen Nebel, alles klar. Uns geht das Futter und Wasser aus. Sehr schön, das hätten wir. Hier ist Steuerstab Nummer 3. Okay. Ich hatte nur 2 gesehen oben. Gut. The Selene Facility was built for one purpose. Master and perfect the experimental reactors used to power the floating cities. No easy task, but it has been done, in theory. Yet, we do not have the people to construct anything but a basic prototype. It can be built for real, I know it. We just need more people. There's a place where the rafters live in peace with any survivors of the old world. They call it Utopia. Maybe there we can begin to reverse the damage we've done. But we received a message from them yesterday. One of the investors has taken control of the community, Olaf Wilkstrom. I fear his intentions with this potential haven. Alles klar, das hier ist also nur ein Prototyp, gar kein richtiges Kraftwerk. Die haben hier nur versucht, vom Prototyp zu bauen, womit sie die schwimmenden Städte versorgen wollen. Wie futtert man das Kokosnusshähnchen? Heldenweilchen, sehr schön. Aber sie hat auch gehört, dass einer der Investoren, nämlich Olaf, das ist der Spinner mit den Ratten, da die Kontrolle übernommen hat. Okay. Das hört sich nicht gut an. Sie wird's in Utopia. So, wir haben 3, wenn ich richtig gezählt habe, Steuerstäbe, ne? Jo. Aber ich sehe hier nur 2 Dinger. Das heißt, wir brauchen den dritten für was anderes. Packen wir erstmal den drin. Oh ne, hier sind 3. War ich denn so blind? Ich habe nur 2 gesehen. Alles klar. Damit wir in den Reaktor kommen. So, die haben wir drin. Dem müsste das hier jetzt gehen. Genau. Steuerstab in Position. Machen wir mal. Alles einsetzen. Toi. Steuerstab klemmt. Aber immerhin gab es den Reaktorschlüssel. Steuerstab manuell einsetzen. Das heißt, wir müssen in den Reaktor. Und der Reaktor ist hochgradig verstrahlt. Na, da kommt Freude auf. Bring uns das hier vielleicht ein bisschen trinken. Ja, mal gucken. Ja. So, wir nehmen mal Bogen in die Hand. Wenn wir in den Reaktor müssen, das wissen wir, da sind Käfer. Okay. Donne? Halt. Die Münzen müssen mit. Okay, hier gibt es auch nochmal Schutzanzüge, oder? Und hier, hier waren eindeutig die Käfer. Ich glaube aber nicht, dass man die Dämpfe da berühren sollte. Komm mal raus da. Haben die nicht, ne? Bleibt die Tür jetzt auf? Okay, so kann man es auch machen. Das war ein Käfer. Alter. Die stellen sich tot, die Missviecher. Okay, den haben wir auf jeden Fall. Die stellen sich tot, die Missviecher. Das ist mies. Gib mal Schutzanzug her, Mensch. Kommst du denn jetzt her? Alter. Da prallen echt die Pfeile ab.
Wo ist er, Nils? Viele sind denn hier von den Käfern, nur mal so nebenbei bemerkt. Was sehe ich? Zwei hier. Komm, steh auf, ich weiß, dass du noch lebst. Der lebt noch, hey. Mensch. Diese kleinen Missviecher, ne? Der lebt noch. Mein Bogen ist kaputt, das ist natürlich... doof gelaufen, würde ich sagen. Sehr doof gelaufen. Kann man den kaputt pieksen? Oh, kann man auch. Sehr schön. Der lebt noch? Nee. Vor allem, die geben Fleisch, die ekelhaften Viecher. Okay. So. Dann pieksen wir sie eben kaputt. Ich will mal eine Pfeile wieder haben. Die stellen sich echt tot. Oh, mal einer. Wie viele Käfer sind denn hier? Er lebt noch, ne? Nicht? Nee. Sehr schön. Und da ist auch noch einer. Okay. Gut, gut. Ich weiß nicht, wie viele Käfer hier rumlaufen. Aber ich glaube, das war Pfeilverschwendung, was ich immer habe. Da ist auch noch einer. Und bevor ich hier irgendwas mache, beseitige ich die Käfer. Die fallen mir doch sonst sowieso in den Rücken. Was ist hier los? Ist das Mami-Käfer? Vielleicht zwei auf einmal. Finde ich nicht nett von euch. Absolut nicht nett. So. Mein Anzug, mein Anzug. Verdammt. Bei einem Kernreaktor ohne Schutzanzug rumzulaufen, keine gute Idee. Nein, nein. Boah, die spawnen wieder, ne? Wir sind wie die Ratten, die spawnen wieder, alles klar. Oh, denn bringt das hier nicht viel, die zu töten. Ja. Aber wie soll ich denn das Ding drehen, wenn diese Krabbelviecher ständig wiederkommen? Du treff doch. So. Gut, wo waren jetzt die Tür? Die kommen immer. Die spawnen sofort wieder. Alles klar. Boah, wo ist denn die Tür jetzt? Tür. Tür, mein Anzug ist gleich abgelaufen. Da. Okay. Alter, was? Jetzt bin ich auf dem Viecher gerade voll hinterhergekommen. Und ich sehe gerade nichts. Okay, der eine ist schon mal tot. Gut, die machen zum Glück nicht viel Schaden. Ich sehe gerade absolut gar nichts. Das Problem ist gerade echt, dass ich keine Ahnung habe. Ich muss mal auf jeden Fall einen neuen Speer bauen. Wie ich da an die Dinger kommen soll, wenn man pausenlos von den Käfern angegriffen wird. Das spawnt ja immer wieder neu. Wo ist denn der Speer jetzt? Da. Das ist eine berechtigte Frage. Und wie soll ich an die Räder kommen?
Gut. Da ist er schon wieder. Alles klar. Hier, aber wie es aussieht, bleibt das zumindest so, wie es ist. Alles klar. Gut, das wäre der erste. Okay, warte. Lass mich doch bitte einmal den Speer in die Hand nehmen. Mensch, du Krittenvieh. Gut. Die machen ja Gott sei Dank wirklich nicht viel Schaden. So, dass sich das machen lässt. Man sieht zum Glück, was man schon gedrückt hat, weil das da gelb leuchtet. Oder grün, besser gesagt. Hier so eine Münze. Dann probieren wir mal den nächsten. Wir geben die gut Fleisch. Dann wäre hier der Nächste. Bringt, glaube ich, jetzt nichts zu drehen, sobald... Ich drehe, kommt der Käfer, oder? Jo. Was haben die hier gezüchtet? Kannst du das mal verorten? So, jetzt aber hutig. Ich glaube, da kommt der nächste Käfer. Hört sich zumindest so an. Jo, aber wir haben ihn. So, ich muss neuen Anzug holen. Aber ich muss mich ja einmal kurz um ein paar Anhängsel kümmern. So, das wurde eine. Du machst mal einen Abflug hier. Die lieben die Strahlung. Die wollen verhindern, dass ich die Strahlung abstelle. Alter, jetzt ist auch mal gut hier. Mein Anzug ist gleich weg, du. Au. So, komm mal mit. Hier habe ich zumindest keine Strahlung. Okay. Das ist mal was anderes hier. Ein bisschen dezent nervig, wenn ich das mal so sagen darf. Ich möchte schon gerne looten. Boah, die spawnen ja sowas von schnell. Okay. Sehr schön. Den hier hätten wir jedenfalls, den hätten wir. Ich weiß nicht, wie viele das sind. 4, ne? Den hätten wir auch. Ah, kam so ein Mistvieh von hinten, alles klar. Okay, man sollte es aber auch nicht übertreiben in dem System bleiben. Alles klar. Ah, gut. Fleisch haben wir inzwischen schon 20 Stück durch die ganzen Käfer. Ich muss mal wieder einen neuen Speer bauen. Das ist ja übel. Ich glaube, ein Ding ist noch da. Ah, gut, Leben kriege ich damit nicht aufgefüllt. Ich hätte noch Überreste. Bringt wahrscheinlich ein bisschen Flüssigkeit, oder? Ja, und nicht wirklich viel. Gut, dann machen wir noch einmal einen neuen Speer. Ich werde den Speer jetzt mal auf die 2 legen. Sicher ist sicher. Fleisch haben wir ja übelst viel. Muss halt ein bisschen aufpassen. Mein Leben füllt sich zwar auf, aber es dauert eine Weile. Jo. Ich meine, die sind mit 3 Pieks erledigt. Aber... Die spawnen so extrem schnell wieder. Hier wäre nämlich der Letzte. So. Wechseln wir mal auf den. Ich wette, hier kommt gleich wieder einer.
die Strahlung ist weg. Mindestens etwas. Alles klar. Gut. Das haben sich auch die Käfer erledigt. Oh, die sind alle gestorben, ne? Gut, gut. Die brauchen also tatsächlich ohne die Strahlung. Ohne die Strahlung können die guten Käferchen nicht überleben. Kleine mutierte Superkäfer oder sowas. Aber die haben jede Menge Fleisch. Da kann man sich nicht beschweren. Ich loote die hier nur einmal kurz durch. Fleisch sollte man immer mitnehmen. Sehr schön. So, und wir müssen vermutlich hier durch. Hier liegt noch eine schöne Münze. Alles klar. Und das ist... sehr frostig hier. Was ist er denn? Da hab ich mich erschrocken. Ich dachte, was kommt da jetzt für ein Viech raus? Guten Morgen. Der ist der Shogu. Oh, I get it. They left me here. Wow. Thanks for waking me up. Long-term cryosleep can result in a number of issues. So, you got room for a bioengineer? I swear, it's actually practical. Great! That's very nice of you. I'll do my best. Alles klar, der Shogu, das wurde, der zurückgelassen wurde. Neuer, freigeschalteter Charakter. Sehr schön. Gut. Hier ist noch eine gute Münze. Auch so ein bisschen Klimbim. Was haben wir hier? Elektrischer Schmelzer. Das war schon nice, ne? Verkaufsautomatenmünze und Hinweis für Utopia. Wenn ich das richtig gesehen habe. Jo, 1755. Gut, und hier haben wir Kupfer und so Gedöns. Ansonsten haben wir ja auch nichts. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Da können wir nochmal mit ihm reden. Und vor allen Dingen, wir waren ja immer noch nicht, da kamen wir ja nicht hin, da vom Dorf aus. Ich meine, da dürfte jetzt keine Gase mehr sein oder so. Aber... ich meine, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Karte sind die ja verbunden. Ich müsste ja von hier aus auch zum Dorf hinkommen, oder? Das ist die Tür, wo wir immer rein sind, ne? Da ist jetzt auch eine offene Tür. Mal kurz gucken. Oder? Das waren offene Fenster, okay. Hier waren wir aber schon. Auf jeden Fall sind hier jetzt nirgendwo mehr... das haben wir wohl geschafft. Irgendwelche Gase. Und von hier kamen wir immer, ne? Ja, hier steht ja auch der Schrank und so. Hm, da waren wir eben gerade. Ist hier nichts anderes? Ich hätte gedacht, wir kommen von hier aus vielleicht irgendwie ins Dorf. Scheint aber nicht so. Es muss doch ein Ausweg gehen. Ihr könnt doch nicht von mir verlangen, dass ich den ganzen Weg zurücklaufe. Ich gucke nochmal. Ich hätte gedacht, man kommt vielleicht ins Dorf. Aber offensichtlich nicht. Das ist kein Durchgang, ne? Sieht auch eher so aus, als bin ich hier unter dem Meer. Offensichtlich verlangen sie, dass ich den ganzen Weg zurücklaufe. Okay. Ja, gut, gut. Wird aber auch Zeit, dass wir zurück zum Fluss kommen, weil mir geht die Flüssigkeit aus. Aber ich glaube, die Schutzanzüge brauche ich nicht mehr. Hier sind, glaube ich, nirgends von mir jetzt hier irgendwelche atomaren Abfälle, die rumschwirren, oder? Im Trollraum, hier sind wir jetzt. Hier kann ich auch nichts mehr machen. Kühlprozess eingeleitet, yo. Aber müsste da, ich würde da ja gerne nochmal gucken, ne? Im Dorf, ehrlich gesagt, müsste da jetzt nicht... ein Keller, da kamen wir ja nicht rein. Auch. Vor allem, hier ist es ja nicht so weit. Dingsbums sein, jetzt die Gase da weg sein, dass wir da reinkommen. So, das Schneemobil hätten wir zumindest. Warte mal kurz. Einmal kurz runter.
Ich will nur kurz, weil wir keinen Bogen und nichts mehr haben, aus Sicherheitsgründen. Genau, den da aufsetzen. Man sieht ja wieder nichts. Ich glaube, hier ging es Richtung Dorf. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube ja. Boah, das Ding ist aber auch schwer zu steuern. Das dachte ich mir. Weil wir halt keinen Bogen mehr haben, ne? Hier muss jetzt irgendwo der Dorf sein. So, ne? Gehen wir mal kurz ein Stück zu Fuß. Muss mich ein bisschen beeilen, bevor ich verdurste. Ich sehe das Dorf gerade nicht, das ist das Problem. Das ist auch noch ein Türmchen. Aber gut, Türme waren hier mehrere. Und ich wenigstens mal ein Gebäude sehen würde. Ich glaube, da ist es. Moment. Ich weiß, was ich meine. Wir hatten noch da im Dorf. Da kamen wir auch nicht runter, diesen Keller, wo alles verstrahlt war. Da müssen doch jetzt eigentlich auch die Gase weg sein. Ich würde schon gerne wissen, was es ist. Und vielleicht gibt es ja auch noch was Gutes zu looten oder so. Haben wir überhaupt noch Platz? Ja. Da fehlt mir was ein. Ich kann noch für Notfall die Kokosnuss. Dann haben wir etwas mehr Zeit. Gibt zumindest ein bisschen trinken. Nicht viel, aber ein bisschen. Toll, das war nur ein Berg. Da ist das Dorf. Jetzt sehe ich's. Alles klar. Hier ist es schon wieder so nebelig, dass man nichts mehr sieht. Schön. Das war nicht einfach, muss ich sagen. Das war ein bisschen stressig, aber irgendwie war es lustig. Also ich fand's cool. Das war mir durchaus lieber als dieser dämliche Haikampf. Das war schon ganz lustig gemacht. Genau das meinte ich. Hier kamen wir nicht rein. Wir hatten hier ja auch keinen Schutzanzug und nichts. Hier müssen doch jetzt auch diese Schnoddergase weg sein, oder? Sieht auch fast danach aus. Guck mal, hier sind mir noch so ein paar Kleinigkeiten zum Holen. Ja. Titanerz, siehst du mal. Titanerz, immer gut. Ist ein Lager hier, ne? Was total verstrahlt war. Jo, hier haben sie Medikamente oder so gelagert. Nochmal Titanerz. Gut, dass ich hier nochmal reingeguckt. Aber ja, Rezept nochmal. Alles klar. Es ist sehr gut, dass ich hier nochmal reingeguckt habe. Guck mal. Hier gibt es hier jede Menge. Nochmal Titanerz. Kokosnuss. Alter, ich hätte es mir nie verziehen, wenn ich das hier übersehen hätte. So, natürlich müssen wir noch den Raum hier hinter mir. Ich weiß. Haben wir nicht vergessen? Sehr schön. Nochmal ein Rezept. Alles klar. Haben wir überhaupt noch Platz? Ja, du kannst immer das Süppchen reindrücken, mein Freund. Ach komm schon, allein schon drei Titanerz. Vier Titanerz. Ich korrigiere. Ah, das ist ein Lager hier. Also storytechnisch nicht relevant. Sehr schön, aber doch sehr viel brauchbaren Kram. Alles klar. Gut. Sehr schön, dass ich hier nochmal reingeguckt habe. Hier wären wir ja vorher nicht reingekommen. Wir hatten ja keinen Schutzanzug, nix. Aber wir haben ja die atomare Verseuchung abgestellt. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch unser Floß wiederfinden. Das ist mal eine Kunst für sich. Aber wir sind hier fertig. Unser nächstes Ziel heißt Utopia. Okay. Und ich glaube, ich werde aber, bevor wir jetzt nach Utopia fahren, wirklich, erstmal zum Fluss zurück natürlich, aber was ich meinte, mich darum kümmern, dass wir zumindest eine Küche auf den Fluss kriegen, damit wir uns mal das bessere Essen machen können, weil wir sehen es ja immer wieder mit dem Trinken und Essen hier, da kommen wir nicht mehr allzu weit mit. Das wird so langsam aber sicher echt problematisch. Auch wenn ich das eigentlich nicht bauen wollte, weil das hat immer so ein bisschen was von Farmspiel oder so mit Kochen und so, haben wir hier ja keine andere Wahl. Aber jetzt heißt es erstmal das Fluss wiederfinden. Das ist auch noch so eine Kunst für sich.
Was ist das hier? Warte mal. Das ist aber nicht hier beim Dorf, oder? Hier ist auch noch so ein Lager. Okay. Ist tatsächlich auch noch so ein Lager. Okay, warte mal, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Noch mehr Titanenerzer, siehst du mal. Und Träumchen. Das ist ja ein Träumchen hier. Und noch mehr, ja gut, jetzt sind wir aber gleich voll hier, du. Ne, jetzt wird es langsam eng im Gelände, du. Ja, jetzt wird es sehr eng im Gelände. Okay, warte mal. Da wir eh leichte Durstprobleme haben. Hier, hau dir mal die 3 Kokosnüsse rein. Zumindest ein bisschen. Sehe schon, Alter, hier ist ja so viel. Dass die sich hier nicht alles eingelagert haben, ne? Okay. Und auch noch was. Metallfeuer, ja gut, da haben wir eben viel zu viele vom Verbrauch. Okay. Okidokili, haben wir. Sehr schön. Nice ist aber jetzt immer noch Flows wiederfinden. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung ich zum Wasser komme. Ne? Wir gehen hier jetzt beim Eisband vorbei. Kopf habe ich auf, ne? Müsste ich eigentlich. Boah, ist das Kind. Guck mal, das leuchtet jetzt auch nicht mehr grün, jetzt leuchtet es blau. Wir haben bei uns dieser Snee-Mobile. Aber ich glaube nicht, dass wir damit über Eis fahren können, oder? Probieren es einfach mal. Ja, können wir anscheinend schon, aber ist, glaube ich, nicht so gesund. Die Frage ist, welche Richtung liegt jetzt unser Floß, ne? Ich glaube, die Richtung hier. Ich aber nicht über die Berge. Gut, gut, gut. Das bringt mir so nichts. Probieren wir mal. Ich hoffe, dass Utopia nicht ganz so groß ist. Obwohl vom Namen her würde ich sagen, June. Utopia, wie unser Biestland. Ich wusste aber allerdings nicht, dass es hier ein Utopia gibt. Sonst hätte ich den Spielstand anders genannt. Ich muss auf jeden Fall runter, sonst kommen wir ja nicht zum Fluss. So, das muss hier irgendwo an der Seite sein. Denke ich mal. Ich laufe hier jetzt einfach ein bisschen rum. Ich finde das Fluss schon. Wir sind für heute aber auch am Ende. Wir hören uns denn morgen wieder auf dem Fluss, wenn ich es gefunden habe. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.